explosiv. Also grundsätzlich sind Bergungsarbeiten sehr gut angelaufen. Wir haben am Vormittag einen Strassenkran bestellt. Der ist rechtzeitig pünktlich eingetroffen. Wir konnten sehr speditiv mit dem Kran bereits erste Wege wieder auf die Schiene stellen, inklusive die Loki. Jetzt im Verlauf des Nachmittags kommt zusätzlich noch ein Schienenkran dazu. Und wir hoffen aus dem Grund auch pünktlich mit der Bergung von dem S-Bahnzug fertig werden. Geplant ist, dass wir mindestens am oben ab der 9. wieder ein Gleis von dieser zweigleisigen Linie wieder in Betrieb nehmen können. Das heisst, man kann wenigstens wieder auf einen Bahnersatzbus verzichten und die Leute wieder auf die Schiene transportieren. Aber es ist so, die Kapazitäten die bleiben eingeschränkt, weil das Gleis, wo die S-Bahn entgleist ist, ist auf einer Länge von insgesamt 300 Metern beschädigt und muss vollständig ausgewechselt werden.